Machen wir ein Rennen, wer ist Erster? Wer ist schneller, du oder ich? Los geht's. Du bist so richtig aufgeregt. Schnell! Das ist alles. Das ist süß. Keine Chance. Zu stark, ja. Lässt du mich dann gleich auch mal fahren? Ja. Bin schon voll gespannt. Das kleine Baby. Lass sie heilen. Ich glaube nicht, dass ich so doll rasen werde. So, das geht. Oh, die ist ja richtig klein. Das ist auf jeden Fall auch geil hier. Ist das dein Carbon-Look? Was? Ist das dein Carbon-Look? Folie. Was für ein Ding? Eine Folie ist das. Ja, Carbon. Ja. Okay. Die ist ja voll hässlich. Ja, ich weiß. Ich muss mir mal eine neue holen. So eine? Ja, die ist geil. Sie kann man jetzt auch an. Junge, das ist ja der Hammer. Kupplung kommt ja richtig spät. Okay, los geht's. Ah, da vorne darfst du eh nicht lang fahren. Ich drehe hier erstmal um, glaube ich. Junge, ist die klein! Guck mal, wie groß ich hierauf aussehe! Wie das aussieht! Wo ist denn hier der Schaltdinger? Das ist schon die volle Power! Was passiert denn hier? Das kann doch jetzt nicht... Das ist schon die ganze Power! Ich gebe schon Vollgas! Das ist das Geilste, was ich je erlebt habe. Also, so vom Gefühl, ne? Vom Gefühl her, ich schwöre euch, das fühlt sich an wie mein Roller. Ich will jetzt nicht gemein sein, Alisa, du guckst doch das Video. Das ist echt ein hübsches Teil und für 16 hat die eigentlich ABS, nicht, dass sie mich gleich aufs Maul legt damit. Für 16 ist es auf jeden Fall echt, also 16 bis 18 ist auf jeden Fall echt eine ganz gute Leistung. Ey, aber ich habe mir echt das ein bisschen mehr vorgestellt. Ich fühle mich wie J mit Motos, der hat doch Jim mit Motos, wie heißt denn das? Er hat doch auch so eine YZF gefahren. Ey, ist das geil. Ich zieh dich ab mit deinem Fahrrad. Film mich noch. Fast abgesoffen. Digga, was? 1 gegen 1 hier. Ich zieh dich ab. Ich geb Vollgas. Ey, hä? Ich dachte, sie fährt die ganze Zeit so ruhig oder so. Oh, die kannst du ja knallen lassen. Dann biege ich links ab. Fehlzündungen sind da. Warte, hört. Jetzt, bam. Ich muss ja jetzt wieder umdrehen. Das kann ich mir nicht geben. Wo ist denn hier meine Einfahrt? Also die Bremse ist ja richtig komisch. Ob das so in Ordnung ist? Lenkereinschlag der Hammer. Wenn ihr mich sehen könntet, ne, wie ich hier von der Seite aussehe. Wie der größte Idiot. Alisa ist ein kleines Mädchen, aber ich bin 1,95 Meter großer Mann. Das, ich fühle mich, ich liege hier quasi auf dem Boden. Das ist Vollgas! Das ist Vollgas. Zwischen 1 cm Gas und Vollgas macht gar keinen Unterschied. Das ist so das Komische. Vom Gefühl her, man fährt ja immer so, oh, ich gebe mal ein bisschen Halbgas
und dann drehe ich mal ein bisschen mehr auf und hier ist es gefühlt so, du brauchst gar keinen Gasgriff, ein Knopf würde reichen, so mäßig, wie beim Quad oder so. Manche Quads haben ja so Knöpfe einfach für Gas. Es ist echt so... Aber Fehlzündungen sind nicht schlecht. Irgendwas an der Vorderradbremse stimmt nicht. Es fühlt sich an, als würde das ABS da schon rumarbeiten oder so. Falls sie überhaupt ein ABS hat, ich frage sie gleich mal. Aber irgendwie ist das am Ruckeln, wenn ich bremse. Auch wenn ich nur leicht bremse. Da würde ich mal gucken, irgendwie hier. Cover Q läuft bei dir. Ich hätte mal auch einen Sticker mitbringen sollen. Jetzt fühle ich mich schlecht. Abgezogen, Digga! Ha! Mit einer 125er, guck dir das mal an. Das ist ja der Hammer. Boah, sehr brav, danke. Das ist ja der Wahnsinn. Hä? Es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen so Halbgas und Vollgas. Es ist das Gleiche so. Ja, das ist ja der Hammer, wenn du mal auf eine größere steigst, da drehst du ja komplett durch. Ja, ich bin gestern die Tausender, also die Fireblade gefahren von meinem Kumpel. Die ist geil. Hä, du bist die Fireblade gefahren? Was ist mit dir denn los? Ja. Aber was denn mit deiner Vorderradbremse? Hast du überhaupt ABS? Nee, aber die ruckelt so komisch. Ja, ich weiß, die mussten mal einstellen lassen. Lass das überprüfen, das ist gefährlich hier. Aber Fehlzündungen laufen auch gut. Ja, ne? Klock, klock, klock. So. Ist gut. Okay, lass es nochmal weiter. Ja. Das ist ja echt der Hammer. So eine 125er. Das ist ja, oh Gott. Hä? Ich sag noch, da willst du ja durchdrehen, wenn du mal eine größere fährst. Ja, ich bin gestern die Tausender Fireblade gefahren. Hä, ja, übertreib. Jetzt zeige ich euch nochmal was, was mit der 125er nicht geht, was man nicht so hinkriegen kann. Oh, irgendwie war der richtig unstabil. Ich weiß nicht, woran das lag, am Gewicht, dass ich dicken Rucksack auf hab oder irgendwie am Wind hier, weil es ein bisschen windig ist. Aber der war echt nicht gut, Leute. Es kommen gute und schlechte Wheelies, ne? So läuft das. Ja, aber dann beende ich das Video schon mal. Dann wird es heute ein bisschen kürzer, aber hat trotzdem Laune gemacht. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ne? Und... das wird das beste Video auf meinem Kanal, oder? Sagst du? Und sonst machst du dann halt rein, die dann an.